zurück zu einer neuen Folge von Dragon City hier auf meinem Kanal Drachenkönigin 1000. Leute, das Hellenrennen ist zu Ende. Darum kommt doch eine neue Folge. Wir schauen, welcher Platz ich geworden bin. Und die neue Insel, die anscheinend da ist. Und sonstiges. Allererstes erstmal Leute, die gegrüßt werden wollen. Einmal Pain Cats und Yogi-Oh Germany. Ich grüße euch beiden ganz herzlich. So, mal gucken. Neue Insel da. Neue Insel. Besuche die Schneeinsel. Boah, cool. Ein Winterwunderland ist in Dragon City aufgetaucht. Besuche die Schneeinsel und finde den Permafrostdrachen. Und ja, ein legendärer Drache. Ach geil, den habe ich ja sogar. Oder habe ich den? Kann ich ja. Ja, und es ist neu hier bei den das Relikt des Lebens. Ich habe auch den zweiten Drachen nicht bekommen. Jetzt kann man den nächsten Drachen kriegen. Und man kann diese tollen Drachen alle züchten. Ich habe jetzt nicht mal einen Drachen gekriegt. Ich bin da gerade dabei, Sachen zu sammeln, aber. Ich würde sagen, als allererstes sammeln wir alles ein. Ja, also ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Drachen von diesem Event bekommen, was sehr komisch ist. Mit Sicherheit kriegt man die nochmal. Ich versuche die irgendwie zu kriegen. Ich glaube, wenn man 10 davon hat, bekommt man den, glaube ich. Wenn ich so richtig, ich glaube, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, sehr komisch, dass ich so wenig, ich habe so oft Videos und so alles und versucht, die zu... Aber irgendwie habe ich die alle nicht bekommen. Ich habe hier jetzt 6, 7 von diesen hier und von den goldenen habe ich jetzt 3. Ich weiß nicht, was da los ist. Und ich glaube, ich würde sagen, wir, ich wollte eigentlich jetzt hier den Drachen machen. Der trainiert. So, mal gucken, wo ist dieser Drache? Also neue Drachen habe ich leider auch nicht. Aber ich kriege ja einen neuen Drachen zumindest. Einen neuen Drachen kriege ich. Und den Herkules-Drachen. Bin mal gespannt. Dann würde ich sagen, gehen wir ins Hellenrennen. Das Rennen ist beendet. In wenigen Minuten erfährst du, welchen Platz du erreicht hast. Wir drücken einfach normal. So. Bei mir ist auch relativ, bei mir zu Hause, also, ist relativ sehr viel Schnee. So, herzlichen Glückwunsch, das Rennen ist beendet und du hast ja Preise freigeschaltet, gut gemacht, das Rennen. Ja, ich bin noch Fehler geworden, wir drei, also der dritte, vierte und fünfte, also wir, der dritte und der fünfte, wir haben immer abwechselnd, manchmal war ich fünfter und manchmal war ich dritter oder mal zweiter, aber doch war ich dann leider wieder vierter. Das heißt, ich habe den Muhaha-Drachen und den Herkules-Drachen und 25 Edelsteine. Ja. Kann ich irgendwelchen Drachen... Nee. Den Muhaha-Drachen kann ich ja verkaufen. Den brauche ich nicht. Sondern den Herkules-Drachen. Den habe ich noch nicht. Der wird dann ausgebrütet, sobald irgendwas frei ist. So, dann würde ich sagen, gehen wir auf die Schneeinsel. Die Schneeinsel. Willkommen auf dieser besonderen Insel. Deine Position auf dem Spielfeld. Position. Wähle ein an deine Position angegrenztes Feld, um es zu beanspruchen. So, du hast eine Belohnung auf dem Feld gefunden. Du musst alle Teile eines Drachen finden, um ihn zu erhalten. Du kannst auf den von dir geschaffenen Weg wieder zurückgehen. Bewege dich weiter, um die ganze Karte aufzudecken. Die Hilfe zeigt, wie du Lebemünzen erhältst. Vergiss nicht die Hinweise zu nutzen, die dann auf der Karte helfen. Hol dir Lebemünzen. Hol dir Lebemünzen, die verschiedene Aktionen spielen, aber vergiss nicht, sie sind begrenzt. Nutze von Zeiten vorbei, um so viele Lebemünzen wie möglich zu erhalten. Das kennt ihr ja immer. Macht ihr auch immer beim Spiel halt Futter und so alles ein. Wenn man macht das zu unterschiedlichen Zeiten, dann kriegt ihr auch mehr. Finde alle Teile.
Um Drachen zu halten, musst du alle Teile finden, die auf der Karte versteckt sind. Finde alle Belohnungen. Die Hinweise helfen, die Belohnungen zu finden. Nutze verschiedene Hinweise. Du hast 3 verschiedene Hinweise, die dir helfen, deine Chance zu erhöhen. So, also man kann den Achterbahndrachen bekommen. Ich hab ihn. Juhu, den brauche ich nicht. Und dann den Bergmassivdrachen. Ich würde euch raten, holt ihn euch, weil der ist so geil. Ich habe ihn schon. Das heißt, ich kann den Permafrostdrachen mir holen. So, 4 Schritte. Gehen wir mal hier lang. Das war richtig. Holen wir das Ding. Schon mal ein grünes. Wieder zurück. 5. Und hier. Ist das hier richtig? Ja. Schade, reicht leider nicht, aber dann kriege ich fast schon einen Teil von ihm. Ich muss 5 Teile finden. Also mal ganz kurz zeigen. Hier, so sieht die Insel aus. So, ganz kurz hier die Angebote nachschauen. Ja, gut, okay. Hallo, ich will jetzt zurück. So. Okay, also einen haben wir. Wo packen wir den hin? Jetzt mal hier hin. Ja. Ich glaube, dann können wir nicht so viel mehr machen. Wir können ja vielleicht bei den Turnieren mal schauen, ob wir da irgendwas machen können. Ja. Okay, dann machen wir mal. Ich setze immer nicht immer meine stärksten Drachen ein, sondern immer wieder irgendwelche. Wir können mal den Ice Crystal. Dann Mohaha-Drache und Frosty. Frostdrache, Entschuldigung. Okay. So geil einfach. Schneesturm. Und tschüss. Und ab die Koski. Schon ein Schlag mit einem Schlag beendet. So, jetzt haben wir diesen Drachen. Mal gucken, wir können, glaube ich, auch wieder Schneesturm einsetzen. Ja, der macht die Attacken so geil und er sieht voll geil aus. War ich froh, dass ich den bekommen habe. Und dieser Drache. Und schau, meiner ist leider down. Okay, meine anderen beiden, die müssen das schaffen. Schneesturm. Also tiefkalter Frost, Entschuldigung. Passt perfekt zum Wetter bei mir. Schnee. Es liegt voll viel Schnee, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Es hat auf den ganzen Tag geschneit. Voll krass. So, dann machen wir das hier. Komm, setzen wir mal. Machen wir ein bisschen schneller. Elementdrache. Dingensdrache, der hat halt so einen schwierigen Namen. Und mein Noah, mein Seberi-Drachen. Also das nenne ich mal ein Team. Okay, dann. Okay, was nehmen wir? Wagnersturm. Oh, nice. Alter, nice. Zeig, alles abgezogen. Okay, den habe ich auch. Ja. Okay, ich glaube, dann können wir jetzt Whirlpool nehmen. Geht ja richtig schnell mit den Kämpfen. Okay. Was nehmen wir jetzt? Das Dreh können wir nur nehmen. Das zieht vielleicht ein bisschen mehr ab. Oh, das war fast geschafft. Okay, das ist alles andere als jetzt lustig. Nehmen wir jetzt den hier.
Spicy, den ich früher immer eingesetzt habe bei Kämpfen, weil er relativ sehr stark war. Er war einer meiner besten. Und Alpha, natürlich, mein Albtraumdrache, natürlich auch. Okay, kann ich den eigentlich machen? Weil ich habe eigentlich den Drachen. Jo, ich habe den ja. Wie geil, Leute. Okay. Alter, voll legendäres Team. Der hat jetzt nicht so viel Leben, aber ich hoffe, das reicht. Okay, Lavabälle, komm schon, du schaffst das. Alter, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich den habe. Der andere sieht auch voll cool aus und wollte ich auch unbedingt haben. Wie hieß er nochmal? Ich hab den Namen jetzt gerade vergessen. Lavabälle, schon wieder, komm. Schaffst du es? Ach Mann, schade. War ein Versuch wert. Ich glaube, wir machen noch dieses Turnier und dann... Ja... Dann, mach ich danach das Turnier auch, weil jetzt ist gleich noch zu machen. Glaube ich, ein bisschen eng. Wie kann man so doof sein? Er weiß ganz genau, dass es keinen Schaden macht. Okay. Der Sensemann. Und ein Schlag. Also diese Musik ist auch cool. Können wir auch dieses Turnier machen. Geil. Können wir alle Turniere hier machen. Und das mache ich dann halt nachher. Ja, ich würde dann sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da, falls es euch gefallen hat. Und schreibt mir in die Kommentare, wie viel Platz ihr geworden seid bei dem Heldrennen und wie auch immer. So einige Sachen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin!